Hallo, moin moin und willkommen zu einem neuen Part Zelda Ocarina of Time. Mit mir als Special Guest ist... Ja, hallo. Ja, wie euer Shimasa ist hier. Ah. Also ehrlich gesagt, ich kenne mich mit diesem Spiel gar nicht aus, aber trotzdem, ich versuche mal das Beste draus. Also, zur Story gibt es eigentlich so viel zu sagen. Du bist halt ein kleiner Junge. Und jetzt habe ich halt schon den ersten Dungeon geschafft und... Wir reisen jetzt halt raus und hören uns jetzt erstmal eine lange, lange Cutscene an von dem Deko-Baum. Willst du nicht diesen Herz-Container nehmen? Nein, es wird ein 3-Herz-Run. Ach, fuck. Okay, ich wünsche dir noch alles Gute, aber ich glaube nicht, dass du es schaffst. Hab Dank, Link. Ja, klar, Mann. Ist doch normal. Okay. Ich spreche diesen Baumstimme. Wenn du es lesen kannst, ich weiß ja nicht. Du hast deinen Mut eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ich wusste, dass du mein Vertrauen nicht enttäuschen würdest. Nee. Doch, du stehst erst am Anfang deiner Mission. Höre mich an. Ja? Nein? Oh, nein, 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 nein! Nein! Du musst, Link. Mir bleibt nur wenig Zeit. Na klar, Mann. Höre, was ich zu sagen habe. Ein Diener des Bösen, der aus der Wüste kam, hat mich verflucht. Ja. Ja. Und dieser Diener ist Ganondorf. Und jetzt? Feuer! Ein Reiter. Ach so, das ist ja Ganon, oder? Ganon. Ich weiß nicht. Aka Ganondorf, oder? Keine Ahnung, wie er noch genannt wird. Der Opfer. Das Böse im Menschengestalt setzt seine diabolischen Kräfte rücksichtslos ein, um Zugang zum Heiligen Reich zu erlangen. Mystisch. In diesem Heiligen Reich ruht das Triforce, ein mächtiges Relikt der Götter, und wartet auf den, der seine Kraft zu nutzen weiß. Ja, ja. Ich sag ja, lange Katzchen vom Dekobaum. Ja. Vor tausenden von Jahren stiegen drei Göttinnen aus dem Chaos der Gezeiten empor. Bang! Din, die Göttin der Kraft. Nairu, die Göttin der Weisheit. Farore, die Göttin des Mutes. Erinnert mich gerade an Kingdom Hearts, der Anfang. Das wiederum kenne ich nicht. Schau mal bei anderen Let's Plays an. Aha, mach ich dann. Aber nicht jetzt. Jo, jetzt aber. Din. Mit dem feurigen Odem ihres Körpers schuf sie unsere Welt. Hä? Das geht aber gar nicht. Aber ich dachte... Ach, egal. Sie cheatet doch! Ja, Nairu. Sie schenkte der Welt die Gabe der Weisheit. Ja, dass die Menschen reden konnten und wussten, was die Sonne ist. Und was Tag und Nacht ist. Mhm. Und Farore? Farore? Sie spendete Leben und schuf sämtliche Formen des Daseins. Da müssten wir jetzt eigentlich stehen. Das ist im Kokiri-Wald. Mhm. Das sollte eigentlich Avatar sein und nicht die drei Blabas. Als ihr Tod vollendet war, zogen die Göttinnen gen Eden. Das wusste ich nicht. War heute von den Städten, die sie besuchten. Aha. Seither ist das Triforce ein Zeichen göttlicher Prophezeiung. Relikt der Götter ruht nun im Heiligen Reich. Und dieses Heilige Reich werdet ihr noch kennenlernen. Niemals darf es dem Teufel aus der Wüste gelingen, die Macht des Three Forces zu erringen. Nie darf der Böses in seinem Herzen trägt, das Heilige Reich betreten. Außer ich. Der Dämon, der den Fluch auf mich legte und mir die Kraft raubte. Mein Ende naht, das Böse naht an meinen Wurzeln.
Obwohl du den Fluch gebrochen hast, kommt deine Hilfe zu spät. Ich bin zum Sterben verdammt. Oh nein! Och, Ach, scheiß drauf. Meine Zeit ist vorüber, doch trauere nicht um mich. Mein Auftrag war, dich einzubauen in die Geschehnisse um Hyrule. Och nee. Du bist des Landes letzte Hoffnung. Wir chillen da erstmal. Oh, Link hatte Langeweile. Link, begib dich nun zum Schloss. Suche dort die Prinzessin, auf den sie teilt dein Schicksal. Wow. Nimm diesen Stein an dich, er war das Begehr des Mannes, der mich mit dem Fluch belegt. Oh, das frag ich lieber nicht. Was Night genau? Show, Lichtshow, whatever. Oh, da ist er ja wieder. Oh, das ist nur Müll. Weg damit. Der Kokirismarkt, der Dekobaum, hat dir diesen heiligen Stein des Waldes anvertraut. Also Link, pass gut auf ihn auf. Die Zukunft liegt in deinen Händen, Link. Ich weiß, du hast die Kraft. Navik, hilf Link, meinen letzten Willen zu verwirklichen. Ich ersuche dich. So. Oha. Guck mal, es wird Herbst. Der Baum muss sterben. Oha. Oh, in dem Manga von dem zu dem Spiel ist das so so traurig dargestellt, ey. Du hast die Worte des Dekobaums gehört. Nur du kannst Hyrule retten. Lass uns also zum Schloss aufbrechen, Link. So, Navi, führe uns zum nächsten Ziel, oder? Leb wohl, weißer Dekobaum. Ach, Mann. Okay, jetzt aber, Navi. Fing. Wieso bloß muss ich so eine Nervensäge mit mir schleppen? Wie gesagt, ich werde Navi nicht so oft benutzen. Also jetzt sind wir im Kokiri-Wald, dem Anfangsdorf oder Anfangsteil. Hast du das Navigationssystem nicht benutzen? Was? Hey, Link, was hast du getan? Der Dekobaum, ist er tot? Ja, ist er. Wie konntest du das nur tun? Es ist alles deine Schuld. Hat die Klappe. Ja. Irgendwie ja nicht, ne? Hier, ja, Alter, ja. Wo stehst du? Er ist weg. Egal. Ja. Bang, bang. Oh! Geiler Jump! Hat er sicher von Mario geklaut. Nein, Mario springt nicht von selber über so Vorsprünge. Guck mal, was passiert, wenn ich hier rüber jumpe. Ui. Krieg ich 5 Rubine geschenkt. Yeah, 5 Rubine. Cheater. Ja, ja. Komm. So, einmal Flavine. Erinnert mich jetzt so eben an Banjo-Kazooie, also die Grundis Rache. Da gab es beim ersten Level auch so einen Zaun und dort waren nur Gegner. Oh, du verlässt uns. Nein, Schatz, ich verlasse dich nicht. Link ist und ist ein Junge. Verdammt! Ich wusste, dass du den Wald eines Tages verlassen würdest, Link. Denn du bist da anders als meine Freunde und ich. Ja, ich bin ein Hylianer, Gerudo, Gerone, Zora und Kokiri zugleich. Sicher hast du deine Gründe. Versprich mir, dass wir immer Freunde bleiben, ja? Ja, werden wir. Nicht. Nein, Baby. Ich möchte, dass du meine Ocarina an mich nimmst. Oha. Ja, mein Item geschenkt bekommen, ohne was dafür zu tun. Naja, fast nichts zu tun. Ach, ich hätte da lieber einen Dudelsack. Die Feen-Ocarina, sie ist ein Andenken an Saria. Im Gegenstandsmenü kannst du sie auf C links, C unten und C rechts platzieren.
Mit A kannst du, mit A und den C-Knöpfen spielst du eine Melodie, mit B kannst du aufhören oder von neu beginnen. Ja, und dann beschwören wir einen Wind und ja, gehen halt direkt ins nächste Level. Das bedeutet mir sehr viel, wann immer du sie spielst, sollst du an mich denken. Vor allen Dingen, das Blöde ist ja, wir bekommen eine Feen-Ocarina geschenkt und später bekommen wir die Ocarina der Zeit. Wo ist dann noch das Andenken an Salia? Ich weiß. Auch lustig ist, die verschwunden. Oh, die ist verliebt. Och. Link ist ein echter Mann, er verlässt einfach so ein Dorf. Mit ungefähr 12 Jahren. Oder? Ja, doch, mit 12 Jahren. Na, Link ist eher ein Feigling. Er haut vor Mädels ab. Oh yeah. Hylianische Steppe erreicht. Oh nein. Oh nein, bitte nicht. Ich will nicht mit der Eule reden. Die Eule ist scheiße. Bei Twilight Princess war die Eule sogar aggressiv, aber... Oder? Jo. Bei Twilight Princess gab's gar keine Eule. Hm? Bei Twilight Princess gab's keine Eule. Ich dachte schon. Ich hab Twilight Princess einmal schon durchgespielt. Na, ich weiß nicht. Oh, sei willkommen. Bist du bereit, Link? Es scheint, dass die Zeit gekommen ist, dein Abenteuer beginnen soll. Das, was hinter dir liegt, war ein Spaziergang. Geh gleich was zu dem, was dich erwartet. Das sei tapfer und verliere jede Mut. Bla bla bla. Hast du alles verstanden? Nein, hab ich nicht. Deswegen musst du es mir nochmal erklären. So sei es. Setze deinen Weg nun fort. Wir sehen uns wieder. Und wieder. Und wieder. Ich will dich aber nicht wiedersehen. Ja. Okay. Jetzt. Ich glaube, das mit der Eule und Twilight Princess war wirklich so, weil ich sogar beim ersten Gebiet, oder? Ach so, nee, das war keine Eule, das war ein Adler, den du beschwören konntest. Adler, ach ja. Die Eule und Adler kann man leicht verwechseln, so von meiner Sicht aus. Also ich habe schon einmal Twilight Princess durchgespielt und probiere es jetzt einmal nochmal durchzuspielen. Und ich wollte erst mit 3 Herzen durchspielen. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie hingekriegt. Deswegen spiele ich es jetzt mit 4 Herzen durch. Und ich bin dabei, den Helmus von Zelda Skyward zwar durchzuspielen, weil ich Zelda Skyward schon einmal durchgespielt habe. Naja. Wo ist die Brücke? Ich habe ehrlich gesagt noch kein einziges Zelda-Spiel durchgezockt. Nicht? Hey. Schäm dich! Zelda muss man gezockt haben. So. Ja, jetzt ist leider Skype abgeschmiert. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Oder für meinen nächsten Part. Dann vielleicht wieder mit Shigimasa. Also Leute, bis dann und tschüss.